Yo, meine Sternkrieger-Fans, willkommen zu unserer neuen Folge hier in Star Wars Jedi Survivor. Ich würde nichts essen, danke schön, Mona, aber sehr lieb von dir. Freue mich jetzt beim Startset hier, Leute. Am Sitz stehen geblieben hier in Kobo in der Saloons Bar und ja, wir haben in der letzten Folge nichts entdeckt hier. Über Dagon Garros Vorgehensweise, er hat ein paar Jedis umgebracht, war jetzt nicht so geil. Und jetzt müssen wir eben auch zurückkehren und die Sachen zurückgeben oder auch abgeben, um zu gucken, was das zu bedeuten mag, diese Jedi-Stücke. Da würde ich sagen, aber bevor wir erstmal zurückgehen, würde ich schon mal eine Runde hier an dem Holotisch probieren. Möchtest denn ich habe letztes Mal herausfordern, Holotaktiker? Ja, sehr wohl. Ich habe letzte Folge ein bisschen reingeschissen, weil ich es noch nicht ganz gecheckt habe, wie ich das hier einsetzen soll. Und ich würde aber gerne nochmal diese Cage herausfordern und mal schauen, ob ich es diesmal schaffe. Ich glaube aber, es ist ein bisschen schwieriger, weil sie hat so... Oh, warte, wir können sogar das hier reinsetzen. Ein AT-ST können wir sogar einsetzen. Aber es wäre dumm, oder? Am Anfang schon ein AT-ST einzusetzen? Was meint ihr? Ich setze mal ein AT-ST einfach rein. Oder? Wäre das smart? Ich probiere das mal, Leute. Einfach ein AT-ST. Und dann noch ein paar ja, Nahkampf-Dinger hier. Genau, wir machen das mal so, Leute. Mal gucken, wie das so ist, wenn ein AT-ST und ein Nahkämpfer einsetzen. So, erstmal weg mit denen. Also der Knecht da unten, der ist schon längst tot. Wow. Aber auch der AT-ST ist leider nicht so geil. Also, wir hätten es sogar geschafft, ne? Ich glaube, die Cage ist leider noch zu schwach, zu stark für uns. Wir sind zu schwach, glaube ich, noch für die, oder? Ich probiere es nochmal. Ich probiere es nochmal, Leute. Irgendwie muss es doch gehen. Vielleicht ist hier das bisschen besser, mit mehr Nahkämpfern zu arbeiten. Ja, nee. Was rede ich denn? Bin ich dumm? Ach, wir können noch... Ah, hier sind noch mehr! Wir haben noch mehr, stimmt. Wir haben noch Fauna, wir haben Bellum Raiders. Wollen wir die mal spiegeln? Was meint ihr, wenn wir die spiegeln, ist das vielleicht ein bisschen klüger? B1-Druiden sind leider ein bisschen nutzlos, ne? Wir machen mal... Ja, nee, die sterben leider zu schnell. Wir machen mal noch so ein Gnocco hin. Und dann noch hinten ein paar... Ja, die halt ein bisschen schießen. Was meint ihr? Hier noch so ein Dings, ein Druide. Glaubt ihr, das klappt so? Wir machen mal hier noch einen rein. Zack. Wir müssen aber drei Wellen überleben. Ich glaube, das wird nichts. Hab ein schlechtes Gefühl, leider. Triff doch mal! Boah, der Knocke wird so auseinandergenommen, ne? Okay, im ersten Runde geschafft zwar. Das ist gut. Aber ich glaube, wir haben keine... Oh. Jetzt müssen wir mit denen weiterarbeiten, oder wie? Ah, nee, wir haben jetzt 18 Punkte. Ah, okay, jetzt checke ich so ein bisschen die Lage. Okay. Ja, jetzt muss ich gucken, ne? Ich weiß auch nicht, wie die kämpfen und so. Das ist halt das Ding. Das ist halt ein bisschen schwieriger auch. Deswegen... Machen wir mal den hier rein. Und dann hier noch ein paar Fernkämpfer. Vielleicht so ein Raketentruppler hinten noch rein. Genau so. Und hier noch einer, der halt da hinten rumschießt. Kampf beginnen. Let's go. Macht's. Zeig mir, was ihr könnt hier. Let's go hier. Oh, mach's gut. Leb wohl. Ich glaube, sind alle tot. Ja, ich glaube, die ist noch zu stark für uns leider. Eine neue Taktik erforderlich. Okay, ich habe es mir ein bisschen leichter vorgestellt. Vielleicht sind die am Anfang ein bisschen... Ja, ein bisschen einfach. Aber ich lasse erstmal so stehen. Also, ich muss da noch ein bisschen reinkommen in diese Holo-Taktik-Sache. Mach's erstmal gut. Ich habe weitere Gegner für dich, wenn du wiederkommst. Hoffentlich. Dann müssen wir halt mehr scannen. Und einfach mehr Gegner umbringen, ne? So, was ist hier oben? Da ist noch eine dritte Etage sogar. Ah, das ist einfach nur... Ah, hier ist dieser Dachgarten. Deine Samensammlung. Haben wir jetzt überhaupt Samen? Platzbedarf, bla bla bla. Ja, sollte eigentlich leicht erklärt sein. Dieser Ort könnte etwas Grünzeug vertragen. Ob ich wohl jemanden finde, der mir hilft? Haben wir hier Samen? Die Stelle hier sieht gut aus. Okay. Zack, zack, zack und dann noch zack. Bisschen hier besprühen. Was ist hier? Hier sind die Samen, oder wie? Keine Ahnung. Irgendwie ja oder irgendwie nein. Ich weiß es nicht, Leute. Okay, egal. Wir gehen jetzt weiter nach unten. Oder wieder zurück zur Hauptmission. Und, jetzt müssen wir zur Mantis zurückkehren, ne? Genau.
Und dann, ich würde mal sagen, zurück zu Jeddah. Das wäre jetzt so meine Vermutung. So, raus aus Kobo. Ich mag Kobo nicht, muss ich leider so sagen. Kobo ist nicht so mein Gebiet hier. So, dann ab zurück zu Jeddah. Okay, als nächstes... Genau, zu Jeddah. Hier hinreisen. Let's go. Vollgas nach Jeddah. So, Boat ist wieder auch Kann am Start, Kandoba genau. Was mit der Tech anfangen, die Kerl gefunden hat. Machst du Witze? Cleverer als der Typ geht gar nicht. Ich kann's kaum erwarten, Sia wiederzusehen. Ich schulde ihr viel. Sie hat mir die Kredits für das Pylons vorgestreckt. Wie viel schuldest du ihr, Grease? 2000 Kredits, summa summarum. Vielleicht koche ich Oma Pylons berühmte Kasserolle und sie vergisst das Ganze. Für 2000 Kredits muss das aber eine echt gute Kasserolle sein. Ja, ich weiß nicht, was eine Kasserolle ist, aber hört sich lecker an. Auf jeden Fall. Hier spricht Captain Dryders. Bitte hinsetzen, damit wir landen können. Ei, ei, Captain Dryders. Kerl ist hier. So, wieder in Jeddah. Wo ist Marin? Ich will wieder Marin sehen, ey. Marin, altes Haus. Ich will dich wieder sehen hier. So, dann bin ich mal gespannt, ob der liebe Cordova was mit anfangen kann mit der Technologie. So, wie die Kuh hier reinjagen, genau. Bam. Ich glaube, das ist nur so eine Ladezeit, oder? Ladeüberbrückung für das Spiel, ey. Guck mal, wie das wieder lädt, diese Texturen. Das ist, sieht einfach scheiße aus, Leute. Wirklich, sorry für meine Wortwahl, aber... Weiß nicht, Stimmt, aber woher wissen wir, dass es sicher ist? Wir können es nicht wissen. Die Ressourcen des Netzwerkes sind dünn gesät. Und einige örtliche Anführer sind nicht bereit, die Risiken zu akzeptieren. Wie können wir sie überzeugen? Viele fürchten, dass sie durch das Aufnehmen von Flüchtlingen ins Visier genommen werden. Cal, du bist zurück. Hast du irgendwas gefunden? Ich denke schon. Gut, das hört Cordova sicher gern. So. Ein außergewöhnliches Gerät. Das hier ist womöglich ein Duplikat. Beide wurden beschädigt durch Lichtschwerter. Ich weiß nicht. Diesmal. Hätte ich auch nicht gedacht, hm? Könnte sie reparieren? Ich weiß es nicht. Doch ich werde es versuchen. Meisterin Janda, das Imperium nähert sich der Pilgerzuflucht. Ein Stoßtrupp? Nein, ein Ausgrabungsteam. Gut, dann wissen sie nichts von dem Unterschlupf. Noch nicht. Unterschlupf? Versteckt in den Ruinen. Hat die Evakuierung begonnen? Ist bereits im Gange. Aber Bruder Amias antwortet nicht. Amias hat die Kommunikationscodes. Wenn sie ihn ergreifen, könnte der gesamte versteckte Pfad in Gefahr geraten. Ich kenne die Ruinen. Ich gehe. Ich komme mit. Boat? Ich bleibe lieber hier und mache mich nützlich. Ich könnte einen Assistenten gebrauchen. Bringt Amias zurück. Machen wir. Und keine Heldentaten. Mit ihm hier? Kann ich nicht versprechen. Ich schätze, sie hat dich gemeint. Ist das Versteck weit weg? Nein, aber wir brauchen einen Spamiel, um hinzukommen. Sie sammeln sich in der Nähe der Basis. Folge mir. Hier ist endlich wieder ein bisschen Cal und Marin Action. Hier bin ich echt gespannt auf diese Story von den beiden. Meditieren verbringst. Was war das für ein Ort? Ein altes Kloster der Anachoreten. Beeindruckend, nicht wahr? Ja. Die Pilgerzuflucht ist ein alter Tempel. Sia und Meister Cordova wählten ihn als Unterschlupf des versteckten Pfades. Wir wussten, dass das Imperium eines Tages kommen würde. Nur nicht so bald. Okay. Jetzt wieder ein bisschen Jedi-Action, oder wie? Also ich hoffe, wir kriegen noch andere Passagen zu sehen hier. Nicht nur Jeddah, Kobo und so. Nur andere Planeten. Ja. Vielleicht so ein Meeresplanet, wo man ein bisschen mehr schwimmen kann. Einfach auch mehr Grün und mehr so einfach so was richtig ja, Schönes auch, ne? Weil ich finde bis jetzt so Kobo und Jeddah und so und dieser schöne Mond war noch nicht so meins. Nochmal Spamele hier. Ich habe schon gespeichert, deswegen müssen wir es nicht machen. Oder wir speichern trotzdem mal. Wir kriegen dann eben auch ein
Schnellreisepunkt hier. Deswegen einfach mitnehmen. Hier, was ist das für eine Gegend? Anakoretenbasis, ich kann nicht lesen, ey. Die Wüste scheint ewig weiterzugehen. Ja, sie überrascht mich immer wieder. So, ihr kleinen Spamele. So, aufsteigen. Genau. Hoffentlich lässt uns dieses Spamel nicht im Stich. Sei nicht nachtragend, Cal. Das passt nicht zu dir. Ja, wieder ein großes Gebiet sehe ich. Hier ist ein Escho. Schau mal kurz ab, Kerl. Warte kurz, Marin. Ja. So, ein totes Tier. Gut gekämpft, Bestie. Du erinnerst mich an zu Hause, weißt du? Hattest du Hunger? Jetzt wirst du die anderen Kreaturen nähren. Okay. Wir sollten keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Das wird nicht einfach, wenn es in der Wüste von Imperialen wimmelt. Dann kümmern wir uns gemeinsam um sie. Höher! Kannst du was schlagen, um die zu verstellen, wenn wir schlagen? Einfach Viereck spam. Geht viel schneller als Rennen, glaube ich, oder? Wir rennen mal normal. Wow. Rennen wir normal, Spamil? Oder einfach nur mal rennen. Sogar noch ein bisschen besser hier. So, wir müssen hier hin. Ich denke, hier ist der wahre Weg. So, runter, Kerl. So, Mary wieder am Beam, genau. Kennen wir es noch nicht anders hier. So, was ist jetzt hier für eine Stelle? Wieder speichern, hier noch ein Speicherpunkt. Genau, ein bisschen meditieren, was sie dies gerne machen. Ja, 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 Om, Matten, Namaste. So. Eine Kommandohose? Die sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Wir tragen die einfach mal. So, was jetzt? Was jetzt, Leute? Mal auf die Karte nochmal schauen. Ah, nee, geht's. Oh, nee, das ist doch nicht der wahre Weg. Dann war es eine falsche Einschätzung von mir. Spamil? Ich spring jetzt auf dich rauf, ja? Jetzt nicht sterben, Kerl? Genau so. Oder ist doch der wahre Weg? Weil ich weiß jetzt nicht, wie ich hier rüberkommen soll. Hier kommen wir, glaube ich. Ah, es geht doch leicht verlaufen zu können. Dann ist es ja gut, dass du eine Führerin dabei hast. Na, du sagst ja auch nicht ganz, wo ich lang muss, ne? Aber ich glaube, hier ist jetzt der wahre Weg. Ne? So, bisschen die Natur umbringen hier. So nicht anders, Leute. Da stehen keine Gegner mehr. Mhm, ich sehe es, Marin. Ich hab die auch erledigt hier. Aber da sind Gegner. Wow! Sind das Bomben? Das sind Bombenkrebse oder was? Lassen die mal machen, diese Bombenkrebse. Und er ist aber umbringt hier. Hä? Hat sie gerade meinen Schlag abgewehrt? Alter. Junge, 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 was sehe ich jetzt gerade? Ich wurde gerade abgewehrt, ich wollte den von oben umbringen. Der hat das einfach gekontert und wir haben jetzt ja auch Explosionskrebse. Was zum Teufel? Es gefällt ihm hier draußen. Wäre mir persönlich zu heiß, so eine Wüste. War zwar noch nie in der Wüste, ich würde gerne meine Wüste besuchen, klar. Aber ich denke auch nur einmal. Ich bin nicht so der Hitzetyp. Für mich ist so 20, 25 Grad perfekt. Und so ab 30 Grad wird es schon ein bisschen brenzlig für mich. Bin ich so der Fan von Wärme und Hitze leider. Ich mag den Sommer zwar natürlich, weil es auch sehr spät dunkel wird. Einfach dieser Sommer-Vibe und so. Alles richtig geil. Aber ich mag nicht die Hitze leider. Und die Sonne und so. Strand und so am See, am Meer ist geil, aber... Ich habe auf meinen Reisen jemandem in Not geholfen, so in der Stadt. Vor dem Imperium zu verstecken. Das hat mich schließlich zum Pfad geführt. Okay, interessant. Liebe Marin. Manchmal frage ich mich, ob die Zerstörung des Holocrons irgendwas bewirkt hat. Wir haben die Kinder auf dieser Liste beschützt. Aber es gibt noch andere. Und das Imperium macht immer noch Jagd auf sie. Richtig. Wir müssen beschützen, wen wir können. Mhm, das stimmt sehr wohl. Aber die Frage ist, ob die es schaffen werden, ne? Aber wer die Star Wars-Geschichte kennt, na, das Imperium wird besiegt dann. Von einer mutigen Bande. Ja, deswegen ist alles dann auch in Ordnung irgendwann. So, Abkürzung würde ich mal sagen jetzt hier. Und jetzt hoffe ich mal,
gleich mal wieder so eine spannende Stelle, weil ich muss jetzt sagen, die letzten Folgen waren jetzt eher so Erkundung und ja, sehr viel Geklettere, sehr viel Rumgelaufe. Ja, ich hoffe, jetzt kriegen wir hier mal ein bisschen mehr Story zu sehen. Mehr Spannung auch, muss ich sagen. Was meint ihr, Leute? Gehen wir an die so, Arbeit. Werkbank. Ich würde dann sogar Blaster. Ist der Blasterkampf hier ausgewählt? Wird nur eine Klinge genutzt. Ah, okay. Alles klar. Blaster kann auch angepasst werden. Oh, cool. Parier. Können wir alles hier modifizieren. Das ist eigentlich ganz geil, muss ich ehrlich so sagen, dass man hier so viele Möglichkeiten hat. Aber ja, eigentlich sieht man das jetzt nicht so krass, ne? Ja, Joe to Paul und so. Ja, ich würde erstmal sagen, wir ändern mal die Klingenfarbe wieder. Das haben wir noch nicht genommen. Indigo habe ich, glaube ich, noch nicht genommen, oder? Ich weiß nicht ganz. Einfach wir nehmen mal Indigo, BD, auch mal schnell hier ändern einfach. Wir nehmen mal hier, wir nehmen mal Weiß. Zack, Akzent, zack. Und Zustand machen wir mal wieder ein bisschen makelloser. Fällt dir der neue Wäre Look? Mal ein bisschen besser, ne? So, ich würde sogar sagen, Leute, ich ändere mal wieder den Kampfstil. Der Blaster-Kampfstil ist leider irgendwie nicht so meins. Also, zwar ist es schon ganz cool, aber ich bin dann doch eher der Fan von Doppelklinge. Finde ich irgendwie doch ein bisschen geiler. Pack das mal weg hier. Guck mal, weil man kann es hier so werfen. Generell diese Attacke schon. Allein diese Attacke ist schon viel, viel geiler als alles andere, was wir bis jetzt gesehen haben. Meine Meinung natürlich nur, ne? Was ist jetzt das hier wieder? Ach, wieder so eine Kugelrätsel, oder wie? Ich dachte, wieder so ein Kugelrätsel, ne? Jetzt zwar nicht mit diesen Co-Materien, aber halt sowas hier, ne? Sind in Sears Basis überall. Ja, das sind alte Sicherheitsmechanismen. Ein Überbleibsel derer, die früher hier waren. Als das Imperium kam, fingen die Anachoreten an, die hier zu benutzen. Alte Technologie ist unauffälliger. Genau. Ja, ist schon ganz cool, aber wie komme ich jetzt hier, weiter? Vielleicht hier rüberklettern? Oder vielleicht ein Wandlauf? Oder hier rein. Na, ist so nur eine Kiste. Was kriegen wir hier? Irgendwelche Audiosensor. Ja, ganz cool, aber wie komme ich jetzt so... Och, Marin, du mit dem Rumgebeamer, Alter. Zeig mir doch, wie ich da hochkommen kann, Marin. Wusch, wusch, ich bin Marin. Ich kann mich hochbeamen, ich bin cool. Ich bin auch so dumm, ne? Ich bin auch so ein Intelligenzallergiker, ne? Immer meckern, aber nicht... Ach, egal, ich rede zu viel. Ich rede zu viel, Leute. Das Imperium. Sie wollen zur Pilgerzuflucht. Das Versteck ist da drin? Ja. Der Tempel ist verlassen und gut befestigt. Ein perfekter Ort, um sich vor dem Imperium zu verstecken. Das dachten wir. Wir werden Bruder Armias finden. Hoffentlich. Wir nehmen den Schleichweg. Das geht am schnellsten. Das sieht nach Ärger aus. Wenigstens sind wir zu zweit. Einer für jede Schere. Gegner nähern sich. So, nee, wir nennen uns die Gegner hier. So, bam! Ey, halt ihn fest hier. Genau so, Marin und nicht anders. Oh yeah, guck mal, die Attacke mit diesen Doppelklingen. So geil, Junge. So. Zack. Wow, 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 wow. Du dummes Vieh. Halt ihn fest hier. So. Halt ihn fest nochmal hier. Gib ihm. Yeah. Auch wieder diese Animation, das sah wieder so merkwürdig aus. Hast du ja, einen echt, Weg nach Tenelor gefunden? Wirklich. Noch nicht, aber wir haben einige Geräte aus der Zeit der Hohen Republik gefunden. Meister Cordova untersucht sie gerade. Sir und ihr Meister sind ein eingespieltes Duo. Seitdem sie sich dem Pfad angeschlossen haben, waren sie eine unersetzliche Hilfe. Bist du auf deinen Reisen irgendwelchen Jedi begegnet? Nein, Kerl. Sonst hätte ich mich bei dir gemeldet. Danke. Generell auch Skorpion, ich wollte schon das gerade anknüpfen. Generell Skorpion, ich bin zwar auch vom Sternzeichen Skorpion, da zappelt sein Körperteil ganz komisch. Ich finde Skorpione an sich eigentlich ganz interessant. Ich mag zwar keine Insekten immer noch, aber ich finde die auch richtig eklig, wenn die ihre Babys tragen auf ihrem Rücken und so. Da sind so viele kleine Skorpione da. Und wenn ich dran denke, kriege ich wieder Gänsehaut. Generell die Insekten wird es mal interessant zu sehen, was die Natur so bereithält für die Tiere, aber das ist auch echt auf der anderen Seite, muss ich sagen. Generell, lieber nicht, Mann. So. Also ich denke, jetzt ist hier wieder viel Rumgerenne und wieder viel Rumgeklettere einfach, generell. Ja. Gut. So, ich glaube, hier geht's weiter. An Abkürzung. Ah, okay, gut.
Speichern brauche ich eigentlich erstmal nicht. Geht's nicht mehr weiter. Wenn ich sterben sollte, bin ich einfach nur dumm und ist da noch meine Schuld und ist da noch ein bisschen Karma, weil ich so übermütig bin. Noch ein bisschen ungeduldig hier. Aber ist ja auch egal. Wird schon nie klappen. Ne? Wir haben jetzt immer noch 6 Stimms und genug Leben eigentlich. Wir sollten uns trennen. Ich verzögere ihr Fortkommen. Wir treffen uns in der Nähe des Tempels. Hey, Maren. Pass auf dich auf. Ich übernehme das Aufpassen, Kerl. Jetzt sind's wieder nur wir beide, Kumpel. Das muss ich nicht kommentieren, was wir davor gesehen haben. Egal. So. Wie kann man was scannen? Das ist scannen? Willkommen, Reisender. Ob schon deine Reise vor langer Zeit begann. Tür nicht öffnungsbar. Öffnungsbar? Ist auch ein deutsches Wort, öffnungsbar? Nicht öffbar. Öffnenbar? Öffbar? Öffbar? Okay, was haben wir? Mir fällt gerade kein Wort ein. Öffnungsbar? Öffbar? Wir können es nicht öffnen. Sagen wir es einfach so. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ne? Okay. Immer noch keine Imperialisten hier, also... Aber dafür irgendwelche Viecher. Ich hab den Highground. Du nicht. Aber wir bringen ihn mal schnell um hier. Komm her, du. Bam. Bin getroffen. Kämpfe mit mir. Kämpfe mit mir und nicht gegen mich. Kämpf gegen die Wand. Genau, gegen die Wand kämpfen. Genau so. Kämpf gegen die Wand. Kämpf gegen die Wand, Kleiner. Braver Junge, ey. Ist der brav, der Junge. Er kämpft gerne gegen die Wand, Alter. Bester Mann. Bestes Vieh, ey. Ich liebe dich, Mann. Schlaf gut, Kleiner. Wie kriegen wir das hier raus? Hier ist so ein Glas... Nee, ah nee, es ist kein Glas dazwischen. Ist einfach nur so ein Hindernis. Aber auch eine Truhe. Das kriegen wir hier. Gerechtigkeitgriff. Ja. Nicht schlecht, aber... Ja, Frage ist jetzt, wie kommen wir jetzt wieder weiter, ne? Ah, das können wir mehr rausziehen zwar. Und, ah. Okay. Warte mal ganz kurz, Kerl. Können wir da auch vielleicht hochklettern? Das irgendwie festbinden? Mit irgendeinem Teil oder so? Nö. Nö, das geht nämlich nicht. Oder schnell sein? Ah, einfach schnell sein, ja. Einfach schnell sein. Mhm. Genau so. So, jetzt haben wir eine Kiste. Soweit... So gut. Oh, sorry, Alter, voll Disrespect, dass ich ihn das rumkegel mit in seiner Leiche hier. So, dann hier nach oben, oder? Genau. Pass auf, dass du hier nichts berührst. Ich will die Toten nicht wecken. Jetzt ein Horrorspiel, oder was? Outlast Jedi Survivor, oder was? Zuletzt. Aber für welche Sache? So, bam! Oh Mann, wie geil dieser Attack ist einfach, ey. Kann so viel auf einmal ausschalten, ey. Viel, viel wirkungsvoller. Na? Ist halt schade, dass die kommenden Kampfstile mir nicht so passen, weil Doppelklinge, das zumindest war ja schon am Anfang des Spiels drin, ne? Deswegen, Kleiner Frechdachs. Du Frechkrebs. Ihr Frechkrebse! Ich geh weg, ciao. Komm, mach mal weg hier. So, Abkürzung. Oh yeah. Lieb ich. Lieben wir. Ich hab doch die Wand, ich hab Wandlauf gemacht, Kerl. Kerl, Junge, mach doch das, was ich will hier, Kerl. Wandsprung hier. Wandlauf. Genau so, Kerl. So nicht anders. Seil, Tarzan, Alles gut gegangen. Und, ja. Dann hier weiter. So, ich will jetzt wissen, Actionspiel. Ich hab schon genug geklettert hier. In Kobo und jetzt auch hier in Jeddah. Warte mal ganz kurz. Ich riech doch, hier ist bestimmt wieder ein Secret. Kann ich hier weiterklettern? An dieser Wand? Oder, ach. Ich dachte, da wäre jetzt ein Secret oder so, aber jetzt bin ich runtergefallen. Wow. So, jetzt sind wir dran hier endlich. Schriftrolle. Ja, Schriftrolle. Und jetzt können wir es hier öffnen. Yeah. Also das sind einfach alles nur, um Abkürzung zu schaffen hier, ey. Kannst du auf die Tür eintreten, Kerl? Mit einem Lichtschwert oder so, da durchsäbeln? Das geht doch bestimmt eigentlich, ey. Oder ist es nicht der Jedi-Weg, die Türen einzuschneiden?
Erinnert dich das auch an Sepho? So, wieder ein Sandsturm. Steht bevor. Oh, mein Gott, Sir. Keine Chance. Es ist zu windig. Wow, wow, wow. Oh. Oh, okay. Ich muss den Wind irgendwie blockieren. Aber wie willst du den Wind blockieren, Kerl? Mit deiner Macht oder was? Wie willst du den Wind bitte blockieren? Zeitlupe oder so vielleicht aktivieren? Vielleicht dagegen stoßen mit deiner Macht? Oder erstmal hier einen Weg finden, den Wind aufzuhalten? Oder ist da vielleicht so ein Föhn, irgend so ein Ventilator da am Ende des Ganges, ey? Keine Ahnung. Jetzt bin ich mal gespannt, was Kerl vorhat. Hast du sowas schon mal gehört? Klingt fast wie Musik. Ich dachte, das wäre jetzt eine Platte zum Wandlaufen. Aber anscheinend nicht hier. Das hört sich grässlich an, muss ich sagen. Sehr, sehr grässlich irgendwie. So, Wind doch blockiert hier. So, ein Speicherpunkt hier. Ich muss meinen Geist freimachen. Wir kennen's doch, Kerl, wir kennen's doch. Ja, ihr merkt schon ein bisschen, also ich will's auch wieder mal ein bisschen so geile Action hier sehen. Einfach mal Sequenzen, weil schon echt lange rumgelaufen hier. Wow. Wow! So, erstmal weg mit dem. So. Oh, das werde ich wohl nicht bereuen. Du wirst jetzt sterben hier, du Blechbüchse. Fahr zur Hölle. Zur Robo-Hölle. Sie haben auf ein Shuttle gewartet. Es kommen also noch mehr. Mhm. Diese dummen Imperialisten, Leute. Immer dasselbe mitsehen. Na gut, Leute, da würde ich sagen, wir haben jetzt dann, glaube ich, genug gesehen hier. Wieder in Jeddah, Leute. Also ich hoffe, wir kriegen mehr Planeten zu sehen. Mehr schöne Planeten auch, weil ich finde Kobo und Jeddah bis jetzt irgendwie noch nicht so atemberaubend, aber wir werden sehen. Gerne supporten, Leute. Liken, kommentieren, wenn ihr den messen wollt. Bis bald, gesund und ciao. Ciao.